Schon Goethe hat gesagt, wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Ich formuliere es positiv, wer neugierig ist, kann alles erfahren. In diesem Video erfährst du, wie ich belichte, wie ich Aufnahmen mache mit einer Belichtung, also keine HDR-Technik, Mehrfachbelichtung und sonstiges, sondern wie ich eine Belichtung mache, die optimal ist für die spätere Nachbearbeitung. Dahinter verbirgt sich ein Konzept, das nennt sich nach rechts belichten, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Im Englischen wird häufig der Begriff Expose to the Right, abgekürzt ETTR. Wie viele T's habe ich jetzt gerade gesagt? Also nach rechts belichten. Und was wird nach rechts belichtet? Die Antwort ist ganz einfach das Histogramm. Du kannst das Histogramm mit den drei Hauptparametern bewegen, Blende, Zeit und ISO. Mit all diesen dreien kannst du das Histogramm nach rechts oder nach links schieben. Wie das Konzept funktioniert, ist ganz simpel. Es funktioniert am allerbesten, wenn du eine Kamera hast, die Live View unterstützt. In Klammer, das haben so gut wie alle Kameras. Und welche auch noch ein Histogramm anzeigen kann im Live View. Das haben jetzt nicht mehr alle, aber schau mal, ob deine Kamera das kann. Entweder musst du im Menü schauen, ob es da Histogramm gibt, dann unbedingt aktivieren. Bei manchen Kameras musst du die Display-Taste mehrfach drücken, also Disp, oder eine Info-Taste oder eine I-Taste teilweise mehrfach drücken, bis dir das angezeigt wird. So, ich zeige es dir hier mal abgefilmt von einer Canon-Kamera. Es geht um dieses Ding hier rechts oben, das ist das Histogramm. Und du bewegst jetzt das Histogramm vor der Aufnahme mit den drei Parametern Blende, Zeit und ISO so weit nach rechts, dass es ganz haarscharf vor dem Anschlagen rechts ist. Also im Idealfall berührt es rechts noch nicht das Histogramm. Dann drückst du natürlich ab und genau mit dieser Aufnahme hast du die beste Grundlage, um in die Nachbearbeitung zu gehen. Und in der Nachbearbeitung, wie funktioniert jetzt das Ganze, zeige ich dir hier einmal. Komm mit im PC. Wir sind hier in Luminar Neo, mein Lieblingsprogramm für die Bildbearbeitung. Und schau mal hier, das Histogramm, das ist annähernd perfekt. Also hier mit dem rechten Rand berühren wir gerade so nicht den rechten Rand. Also es darf keinen Ausschlag nach oben geben. Ich zeige dir mal kurz eine andere Belichtung, zum Beispiel die hier, die ist ein bisschen heller. Und schau mal, hier drüben gibt es einen minimalen Ausschlag. Dieser Ausschlag kann bedeuten, dass du eine Überbelichtung hast, die du nicht mehr retten kannst. Und je dramatischer dieser Berg hier rechts ist, ich simuliere das mal, also sobald das mal solche Ausmaße annimmt, kann man das in vielen Fällen nur noch teilweise oder gar nicht mehr retten. Deshalb mach lieber eine richtige Belichtung. Und das Tolle ist, der Trick, das was du jetzt hier gerade lernst, funktioniert sowohl mit RAW als auch mit JPEG. Und mit diesem Bild hast du die perfekte Grundlage für die Nachbearbeitung. In Luminar Neo gibt es die Funktion Neubelichtung. Und hier gibt es einen tollen Regler, mit dem kannst du nahe Objekte aufhellen. Ich hätte jetzt gerne, dass dieser Busch und auch diese Wiese im Vordergrund einfach ein bisschen mehr Helligkeit bekommt. Und wenn dir das nicht gefällt, wo diese Linie ist, ich finde die ziemlich gut, aber hier kannst du mit dem tiefen Regler noch mal ein bisschen schieben. Ich schiebe es noch ein bisschen nach hinten, damit wir noch ein bisschen mehr hier vorne sehen. Also könnte ja durchaus sein, dass hier die Sonne in diesen Bereich reingeht, aber wir haben jetzt hier nur aufgehellt. Du siehst, das ist eine tiefstehende Sonne, in Klammer häufig sehr viele Gelbanteile. Und deshalb machen wir farbtemperaturnah auch noch einen schönen Gelbton rein. So, geh nach Augenmaß, wo der richtige Wert liegt. Ich bin jetzt mal hier relativ hoch unterwegs. Ganz einfach, weil auch die Sonne sehr, sehr gelb ist. Ich zeige dir mal den Effekt im Vorher-Nachher. Also eine dramatische Verbesserung aus meiner Sicht. Ich mache noch ein letztes bei diesem Bild. Wenn die Sonne schon im Bild ist, packe ich hier zusätzliche Sonnenstrahlen ins Bild. Du klickst hier auf Sonnenzentrum platzieren. Hier ist die Sonne, wunderbar. Und jetzt sagst du, wie viel hätte ich denn gerne? Und auch hier kannst du wiederum die Farbtemperatur einstellen von den Sonnenstrahlen, damit die ins Gesamtbild passen. Auch hier unbedingt wärmer gehen. Und jetzt würde ich hier
etwas reduzieren, dass der Effekt, die Länge etwas reduzieren, vielleicht so. Schau mal, vorher, nachher, du kannst ja noch an ganz vielen Parametern drehen, aber das soll es mal gewesen sein. Mit dieser Grundaufnahme, die nett ist, sage ich jetzt mal, sind wir ganz schnell hier gelandet. Und ich würde sagen, für mich ist das ein dramatischeres, schöneres Bild. Welche Regler du drehst in der Bildbearbeitung, wie weit du die aufdrehst, ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Und ich muss zugeben, speziell für YouTube-Videos drehe ich an den Reglern gerne auch mal etwas mehr, damit es sofort ersichtlich ist. Es gibt ja auch Leute, die schauen sich das Ganze auf einem Smartphone an. Da ist es eben einfacher zu erkennen, wenn die Effekte stärker sind. Luminar Neo ist eine Bildbearbeitung für Windows und für den Mac, die sehr, sehr leicht zu erlernen ist. Ich sage immer, du brauchst keine Vorkenntnisse in der Bildbearbeitung. Wenn du lesen kannst, zum Beispiel das Wort Sonnenstrahlen, was wird da wohl für ein Effekt kommen? Also du siehst, das ist wirklich eine Bildbearbeitung, bei der du dich nicht beschäftigen musst mit komplizierten Auswahltechniken. Du hast hier Regler, die eindeutig beschriftet sind, klar verständlich. Und wenn du an dem Regler drehst, siehst du sofort, was passiert. Wenn du dich für Luminar Neo interessierst, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link drin, wo du es mit einem Rabatt kaufen kannst. Luminar Neo gibt es sowohl als Kaufversion, bei der du praktisch eine lebenslange Lizenz dir kaufst, einmal bezahlst und dann sozusagen fertig bist. Wenn du aber sagst, ja, ich will immer alle neuen super duper Updates, die rauskommen, gibt es auch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen und dann bekommst du alle kleinen und großen Versionsschritte immer mitgeliefert. Deine Wahl, willst du einmal Kauf oder Abo, beides wird angeboten. Aus meiner Sicht kannst du Luminar Neo im Selbststudium lernen. Wenn du eine Abkürzung fürs Lernen suchst, ich biete ein Videotraining an, in dem ich alle Regler erkläre, meine Verwaltung erkläre, meine Logik in der Bildbearbeitung, sodass du nicht wild irgendwelche Regler drehst, sondern nach einem System vorgehst. Und du hast auch die Möglichkeit, im Videotraining mir Fragen zu stellen und bekommst sogar eine Antwort drauf. Auch fürs Videotraining gibt es unten einen Link in der Videobeschreibung. Und lasst mich mal wissen, ob euch diese Zitate am Anfang gefallen. Wenn ja, bringe ich da weiterhin welche. Und dann gibt es noch so ein bisschen Zusatzbildung neben der Bildbearbeitung. Ich freue mich auf eure Kommentare und vielleicht sehen wir uns im Videotraining. Macht's gut, euer Andreas.